Grüß euch, Servus, Palim, Palim, zu Kult Curse mit meiner Wenigkeit. Es geht weiter mit unserer Evergreen-Reihe. Das Tutorial haben wir, wie wir es bemalen würden, und vielleicht nehmt ihr etwas mit. Ist jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Vorweg, ich bin kein Videokünstler und kein Audiokünstler, kein Profi in diesem Sinne, also bitte verzeiht etwaige Mitschnitte. Ich habe das einfach nur den ganzen Tag mitfilmen lassen, die ganze Painting-Session mehr oder weniger mitfilmen lassen und habe jetzt versucht, das Ganze ein bisschen kapiteltechnisch aufzuteilen für euch, damit man da ein bisschen rausfindet, wie man wo vielleicht was für einen Weg oder was für Technik nehmen kann, falls ihr die Miniatur 1 zu 1 nachmalen wollt. Ansonsten das Video, quasi die Malerei, wir versuchen in drei so Hauptkapitel zu unterteilen, einmal in Grundfarben, dann zweimal in Details und dann mehr oder weniger die Base. Und ich will immer so ein bisschen einen Senf dazu abgeben, ansonsten zieht sich schön Schritt für Schritt die Anleitung rein und wir sehen uns ja dann quasi am Schluss. Meine Kommentare und mein Kopf wird ganz klar sein nebenbei und dann wird das schon halbwegs funktionieren, glaube ich, hoffe ich. Mal schauen, first time. Let's see. Also bitte verzeihen, falls irgendwas nicht so gut aussieht oder funktioniert, dann ist es die Asche auf mein Haupt. Dann bis gleich. Okay, kommen wir zum Thema Grundfarben. Ich habe da quasi den Monitor ein bisschen nebenbei mitlaufen, damit ich mehr oder weniger meinen richtigen Senf zum jeweiligen Kapitel abgebe. Was war aber die Grundfarben? Die Grundfarben sind letztendlich jede Körperpartie oder jeder Gegenstand, jedes Utensil, das was irgendwo betroffen ist, einmal mit einer Grundfarbe zu bedecken. Grundiert habe ich die ganze Partie mit einer Dose in Schwarz und dann mit so einem Zenithal Highlight von oben mit Weiß, mit ein bisschen von unten nur dazu, je nachdem. Die einzelnen Farben spare ich mir einfach in der Benennung, weil die sieht man dann eh. Ich halte es immer in die Kamera, die Farben, die was ich verwende, also das sollte dann eigentlich reproduzierbar sein. Wichtig ist, es müssen nicht immer genau dieselben Farben sein, aus meiner Sicht. Es gibt Blau in unterschiedlichsten Tönen, man kann es nachmischen mit Schwarz und Weiß, ob hell oder dunkel oder entweder sättigen oder entsättigen. Die Grundfarben sind ganz, ganz, ganz dünn aufgedrungen, das heißt fast wie ein Shade. Impliziert das, dass quasi die Pigmente, also das mit einem Medium gemischt, weil das Medium besteht aus Medium, ein bisschen Flow Improver und Wasser. Mit denen vermische ich die Farben und dann trage ich quasi jede Hautpartie auf. Jetzt zum Beispiel die Hosen. Was macht es, dass die Pigmente genau quasi in die Vertiefungen liegen bleiben? Pooling? Ja, natürlich nicht. Wollen wir nicht. Das heißt, es ist aber initial in dieser Nassmalmethode relativ egal. Das heißt, würde recht viel Pool entstehen, ziehe ich das natürlich mit einem Pinsel raus. Und ansonsten ist das nicht so schwer. Zur Haut habe ich, glaube ich, so Golden Flash oder sowas genommen. Selbe Strategie, selbe Zugangsweise, dünn, 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 quasi über diese jeweiligen Hautpartien einfach grob drüber knallen und dann funktioniert das schon. Wichtig ist, in den Zwischenphasen entweder eine Trocknungszeit einzuplanen oder, so wie es ich oft mache in Grundfarben, ich pfeife aufs Trocknen. Ja? Ich glaube, bei den Grundfarben ist es mir relativ egal, ob ich irgendwas ausputze oder nicht, weil ich mischt es meistens nass in nass. Ja. Somit kann ich nur Pigmente lang hin und her schieben, es kann eigentlich nie irgendwas passieren. Und schaffe somit schon mal mit den Grundfarben, so wie jetzt einmal Wet Blending, ja, quasi einen Übergang von Farbe 1 zu Farbe 2. Und das ist eigentlich immer relativ dankbar, aus meiner Sicht. Ja. Zumindest hat es bis jetzt die letzten Jahre so funktioniert, ohne irgendwelche Beschwerden. Okay, also wir tragen das quasi so auf, wie man sieht, so eh halbwegs. Ich klatsche das einfach drauf, ohne irgendwie viel zum Nachdenken. Das ist ja irgendein Oberpinsel, das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, es ist auch, ich schaue zwar, dass ich so die Kanten schön zubemalen, aber es ist kein Weltuntergang, wenn man da jetzt ein bisschen ausputzt. Das nächste Plasmatic Bolt, was ich gesehen habe, einer meiner Lieblingsfarben von den Speed Paints. Was mache ich damit? Diese komischen Löcher da, die was dieser Kollege im Bauch hat. Ebenfalls wieder ganz verdünnen, ja, man sieht eh, wieder mit diesem Medium ganz dünn, dünn, dünn anmischen und gleich nass in diese zweite Lage hineinmalen. Was macht das? Ich habe erstens so dieses grünliche Schimmern, was ihr dann am Schluss vom Video sehen werdet,
in diesen Löchern da und das verbindet sich automatisch mit der oberen Farbe. Ja, weil nass Wische sieht man keine, also keine Pinselstriche und es ist eigentlich relativ ein sauberer Übergang. Das lasse ich aber schon dann im Anschluss ein bisschen trocknen. Ja. Ich habe dann kurz einmal 10-15 Sekunden mit dem Föhn drüber gearbeitet, was dann nämlich schon ein bisschen, ja, also was für mich besser war, dann ich habe dieselbe Farbe dann nur mehr genommen, ja, und habe dieselbe Farbe pur genommen und habe quasi mit der puren Farbe die punktuellen Dinge nur mehr hervorgehoben, also quasi die ganzen Löcher, damit halt nur mehr so ein bisschen grün herauskommt. Ja, genau, das sieht man jetzt auch schön aus einwischen und dann schaut das schon ganz knuffi-puffi aus. Ja. Wir werden gar nicht viel Farben mischen in dem Video, das ist nämlich der große Vorteil. Keep it simple. Ja. Ich versuche immer im Video quasi, auch wenn es nicht immer scharf ist, das was ich meine, am Schluss das Ergebnis zum Herzeigen. Also man sieht sehr wohl, glaube ich, anhand vom Video, wo der Pinselstrich hinführt und was dann letztendlich immer vor die jeweiligen Schritte das Ergebnis davor ist. Ja. Genau, so wie jetzt sieht man, wie das ganze Ding halbwegs mit den Grundfarben ausschaut. Wir bauen das quasi Schicht für Schicht immer weiter auf, um somit quasi immer höher zu werden. Ja? Nicht mit dem klassischen Layern, wo wir quasi verdünnte Farbe schon reinklatschen. Ja. Die nächste Farbe ist dann dieses Pink oder dieses Lila oder wie auch immer, was das ist, weiß jetzt nicht auswendig. Mit dem habe ich dann quasi diese Brustpartien erstmalig betont und ebenfalls wieder dünn angerührt, wieder mit diesem Medium. Mit Wasser geht genauso. Und schmier quasi den Rücken an, die Brustplatte hier in die seitlichen Rippen, dann oben am Kopf haben wir dann eine gewisse Nachkorrektur noch gemacht. Und das ist eigentlich der whole Magic aus meiner Sicht. Ebenfalls nur immer dasselbe Pinsel, ich glaube irgendein 20 Cent Pinsel aus nicht spezial Supermarkt. Wie gesagt, ich schaue da gar nicht am Anfang drauf, ob da irgendwas daneben geht. Ja, wenn die Grundfarben dann einmal gedeckt sind, ergibt sich das im Laufe des nächsten Kapitels, also im Laufe dieses Kapitels, und wir sehen sie dann eigentlich im nächsten Kapitel und dann gebe ich wieder meinen Senf zu die ersten Details gerade ab.
kommen wir zu den ersten Details. Ich habe es jetzt nur benannt mit Details, und zwar ist das Haut. Was sind für mich Details gewesen in dieser Miniatur? Einerseits diese komischen Warzen da, die was auf der Schulter und hinten am Rücken hat. Wie habe ich das initial betont? Mit diesem komischen Pink, was ich da gewählt habe. Ich glaube, es war Vallejo, irgendwas. Habe das ebenfalls wieder verdünnt und habe das via Shade um diese Warzen und auf den Warzen oder diesen Blasen oder was auch immer das ist, aufgetragen. Ja? Da braucht man ebenfalls jetzt nicht so sonderlich genau sein. Das klatscht man einfach jetzt einmal nur drauf und denkt nicht viel drüber nach. Ja? Das war das Erste. Okay? Die nächsten Schritte, was ich in dem Bezug gemacht habe, diese ganzen kann man dann schon ein bisschen ja, man muss nicht auf Genauigkeit schauen, aber man kann ruhig schauen, da kann ruhig ein bisschen Pigmentdichte dahinter sein, das heißt, da kann ruhig ein bisschen mehr Farbe drauf sein, kann nichts passieren. Da ist zum Beispiel schon wichtig, dass man kein Pooling hat, wenn man dann eine relativ harte Abgrenzung hat, sobald die Farbe eintrocknet. Das nächste, was ich gemacht habe mit diesem komischen Türkis, diese komischen Dreadlocks da oder Restbestände vom Hahn bedrohte, was er da auf der Birne in irgendeiner Art und Weise wachsen hat. Ja, das ist dann relativ selbsterklärend. Da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Und genau, was mit diesem Pink bitte nur dazu zum Benennen ist, das kann man ruhig in mehrere Schichten auftragen. Das heißt, man kann es trocknen lassen, wieder Schicht auftragen lassen, wieder trocknen lassen, wieder Schicht auftragen lassen. Ja, da je mehr, dass man sich Zeit lässt in dem Bezug, umso schöner wird es, sagen wir es einmal so. Ja? Also der Step der Grundfarben waren ungefähr 15 Minuten. Ja? Das heißt, würde jetzt fiktiv hergehen, 15 Minuten mit einem Drybrush. So, Brettspiel ready, sage ich jetzt dann. Okay? Das heißt, hier legen wir in den ersten Details quasi schon die Basis voraus für den noch schöneren Schritt, quasi die im nächsten Detail-Step, das werden wir dann eh sehen. Schön, dass ich mich umschaue, aber ich habe da einen Monitor rein an mein Video, dass ich da nichts übersehe. Genau, die Dreadlocks in Türkis und sonst einfach mit diesem Pink, diese Blasen ein bisschen betonen und sonst kann man an und für sich schon weitergehen zum nächsten Detailschritt aus meiner Sicht. Ich habe zusätzlich nur, dass ich nicht vergesse, weil ich es gerade sehe, das Gesicht mit diesem Pink ein bisschen betont. Quasi überall dort, wo diese Nasenfalte ist, unterm Auge, hinter die Wange quasi, wo man da hinten diese komischen Dreadlocks sieht. Wir bauen da Schicht für Schicht für Schicht immer gewisse Farben auf. Der Unterschied ist, je dünner dass ich diese Farben verwende und je mehr Schichten dass ich aufbaue, umso schöner wird es im Übergang. Finde ich, oder umso leichter ist es steuerbar. Genau. Next Step, Haut und Gesicht. Das ist jetzt der Schritt, wo wir genau arbeiten werden. Da habe ich dieses, wie heißt das, Elfic Flash, eines meiner besten Hauttöne aus meiner Sicht für das Highlighting. Das habe ich fast ganz minimal nur verdünnt und habe auf den obersten Schichten dieser Warzen mehr oder weniger eine weiße Bubble hingelegt. Ja, da schaut man dann relativ schön, dass man arbeitet, dass quasi eine schöne Umrandung drin ist, dass die Bubble definitiv sie heraushebt einmal. Ja, das heißt, wir haben die erste Schicht, die erste Grundfarbe, dann haben wir dieses komische Pink aufgetragen, dann machen wir dieses Elfic Flash. In dem Schritt betonen wir genauso diese Augenbrauen, ein paar Akzente vom Gesicht, die Lippen und highlighten quasi im ersten Schritt eigentlich. Ja, das ist natürlich kein reines Weiß, sondern das ist ein bisschen ein cremiges Weiß, würde ich mal sagen. Der nächste Schritt ist, dass ich dann so ein Arctic White nehme, ebenfalls von Vallejo, und tippe quasi auf dem getrockneten aber bitte schon quasi den nächsten weißen Schritt hin. Ja, das heißt, diese Blase, diese komischen Eiterblasen, ja, haben die pinke Schicht, dann haben wir nur mehr, also die Grundschicht, dann diese pinke Schicht, dann haben wir dieses Elfish Flash oder wie immer das heißt auftragen und dann auf dem Schritt dann quasi als letzter Tupfer ganz oben, ganz dezent, das Weiß, ja, also das reine Weiß, ja, es ist natürlich immer so ein bisschen, man nimmt nicht immer reines Weiß, aber in dem Fall ist es okay, weil es einfach schön kontrastig wirkt, ja. Ebenfalls in diesem Schritt, wir tippen die Augen, das heißt den Pinsel, die Pinselspitze ist bei mir quasi nur mit so einem Weiß getippt und ich tippe genau nur einen weißen Punkt hinein. Da halt dementsprechend schauen, dass die Augen nicht in der Richtung rennen. Also wirklich Zeit nehmen und
vielleicht zweimal durchatmen vorher und Luft anhalten oder wie auch immer. Was in dem Detailschritt ebenfalls nur bei mir der Plan war, diese ganzen Löcher, die was da am Bauch sind, die, ich hoffe, das wird man dann vielleicht nicht so gut sehen, die habe ich ebenfalls mit diesem Weiß gehighlightet, das heißt aber nur die Unterkante von diesen Löchern am Bauch. Ja? Somit hebt sie das wieder ein bisschen in die Höhe und wir betonen diese Löcher mehr als Eyecatcher sozusagen. Man sieht es, ah doch, ein bisschen sieht man es. Ja? Ganz so schlecht war es nicht. Ebenfalls nur ein Step war der Gürtel, diese ganzen Bandagen rundherum, die was er da irgendwo hängen hat. Alles, was ich irgendwo ein bisschen mehr und heller betonen will, habe ich mit diesem Weiß bearbeitet. Da waren kleine Tipps unten bei diesem Gürtel, der was hinunterkommt. Und das war eigentlich the whole magic. Die Zunge nur, die Lippe ein bisschen betont. Und mehr war es letztendlich auch nicht. Wir sehen sie dann eigentlich schon fast, ja, am Schluss beim Basen. Bis gleich. Letzter Schritt, die Base. Ich bin kein Baser nicht vorweg. Ich versuche das immer relativ klein zu halten oder die Zeit kurz zu halten. In was habe ich das unterteilt? Mit der ersten Grundfarbe habe ich die ganze Base eingeknallt. Ich glaube, unverdient sogar, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Und die einzigen Stellen, die was ich auch vorgehoben habe, sind diese komischen Wasserlacke, die was da quasi unter den Gürtel rauskommt. Die habe ich verbunden mit dem Gürtel und die Steine. Ja. Ja, es ist nicht viel um. Letztendlich tippe es hinein, was hier mein Zugang war, feucht, also nass in nass, feucht in feucht. Das heißt, mit dem Türkis und mit dem Blau, wo ich dann quasi dieses Wasser nachgemalt habe, habe ich dann quasi ein bisschen einen Verlauf hinein gemacht. Die Steine habe ich dann grau gehalten. Ja, that's it. Es ist nicht viel Magic. Der Unterschied ist, das Wasser, was ich unten verwendet oder gemalt habe, dieses Blau mit dem Türkis, das habe ich dann gleichzeitig wieder mit hinaufgenommen über diesen Gürtel, damit da ein bisschen ein Farbverlauf drin ist. Ja. Was in dem Video nicht zu sehen ist, war dann letztendlich mein Abschluss, weil das war dann bei der Airbrush-Station, das habe ich dann nicht mehr mitgefilmt. Ich habe einmal die Rim mit so einer Contrast Space Marine Blue, keine Ahnung, einmal rundum und um gemacht. Ich bin nicht der klassische Baser mit einer schwarzen Rim. Und was ich ebenfalls gemacht habe, was ich immer am Schluss mache von jeder Miniatur, leichte Schatten hineingesprüht von unten auf Stellen, wo ich sage, okay, das ist für mich wichtig oder relevant. Ja? Das heißt zum Beispiel beim rechten Unterarm, also da die Hand, die was ich da unten habe, da habe ich da quasi hineingesprüht mit der Airbrush, ein bisschen ins Gesicht unter, bei die linke untere Hand, ein bisschen unten in die Hosen rein. Genau. Was am Schluss bei der Base noch dabei war, war dieser komische Anker. Den habe ich ganz am Anfang mit einer grauen Schicht bemalt, dann im Anschluss mit so einem Warlock Bronze getupft. Ja. Und ganz am Ende dann nur mit diesem Nihilite Oxide, zehnmal hintereinander schnell sagen, ein bisschen Betan, damit er ein bisschen verbraucht und rostig wirkt. Ja, das war es einmal von meiner Seite und wir sehen uns dann gleich beim Abschluss. Thank you.
Okay, Guys and Ladies, Gents and Ladies, ich hoffe, es habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, das Tutorial oder das, wie Kult malt oder wie ich male und Mac male, je nachdem. Ich hoffe, ein bisschen was habt ihr mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht ein bisschen was abgeschaut. I don't know, vielleicht denkt ihr euch aber auch noch, never ever. Ja, ist auch okay. Ansonsten bitte unverändert noch die Technik ein wenig verzeihen. Ich bin da nur, oder wir sind da quasi, also ich bin da noch in einer Findungsphase. Ja, ansonsten sehen wir uns quasi in der nächsten Malerei wieder in der Everrain. Wir werden diese Serie komplettieren, weil die Minis einfach wunderschön zum Malen sind. Was habe ich Gesamtmahlzeit gehabt? Also was hätte ich gehabt ohne Schnitt? Und das kann ich schon immer vergleichen. Ich male immer eine Figur fürs Video und alle anderen quasi parallel. Das sind meistens immer vier oder so. Das heißt, eins fürs Video, die anderen dann zeitgleich. Bei den Schiffen hat es auch übrigens gestimmt. Bei den Mini habe ich jetzt gebraucht, also würde ich brauchen, ich schätze. Ja, mit den Grundfarben waren wir ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mit allem anderen, ich sage jetzt einmal für alle, oder für die restlichen drei Miniaturen werde ich brauchen, eine Stunde, nehme ich mal an. Ja. Natürlich, man kann das bis ins Unendliche treiben, das steht außer Diskussion, aber es ist auf jeden Fall stimmig genug für ein Brettspiel aus meiner Sicht und mir gefällt es. Vielleicht gefällt euch, gefallen euch ein paar Dinge, die was für euch eure Miniaturen mitnimmt. Ansonsten, herzlichen Dank, hey, unterstützt uns mit Kommentar, Abo, Like, Glocke, was auch immer, wir freuen uns über jedes Kommentar. Und sind super happy, wenn wir da immer Response geben dürfen zu vielleicht Lob oder positiver Kritik, je nachdem. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, pfiat euch, palim, palim und selam.